einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Ruin. Ihr hört, meine Stimme ist noch nicht ganz da. Und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Wir wollen heute von ESKS, ne, EKSA, das E1000 unboxen. Und uns dann im Hardware-Video auch mal alles angucken, was mit bei ist. Oder vielleicht im Unboxing schon, ich weiß es noch nicht. Ohne will ich später dann noch ein Testvideo machen. Ich werde auch... ein Mikrofon-Testvideo machen. Wo ich dann halt das Mikrofon noch nicht verschönen werde. Also direkt die Mikrofonaufnahme damit. Ich werde wahrscheinlich auch mal testen, ob es da Unterschiede gibt mit dem Headset-Halter von EKSA. Das hat ja auch USB und eine eingebaute Soundkarte, ob man da dann irgendwie Unterschiede hat. Ja, bin ich mal gespannt. Wenn wir jetzt erstmal unboxen, ich baue jetzt hier erstmal um und wir sehen uns gleich am Unboxing-Tisch. So, jetzt haben wir umgebaut. Jetzt werden wir uns das E1000 mal zur Brust führen. Müssen wir erstmal auspacken. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt gehabt. Mit dem Auspacken habe ich es immer. Aber hier sehen wir dann schon das Headset. Und dann hier haben wir ein Bedienelement und einen USB-Anschluss. Und wir haben ein... Oh, wir haben wieder ein Täschchen mit bei und ein Guide. Das finde ich immer toll, dass da immer ein Täschchen mit bei ist. Dann kann man es unterm Tisch oder im Schrank aufbewahren und staubt nicht ein. Der Guide ist in der Tüte drin. In Englisch, den brauchen wir jetzt natürlich nicht. Ist für die PlayStation 4. Wird, denke ich mal, also auf dem Karton steht es jetzt nicht, aber steht nur PlayStation 4, Mac und PC. Ich denke mal, es wird auch für bei der PS5 funktionieren. Das werde ich dann alles noch testen. So. Ja, dann haben wir hier praktisch das Headset. Ja. Hier haben wir den gesleeften USB-Kabel. Dann machen wir so. Hier ist der USB-Kabel. Mit einer Schutzhülle. Der ist fest am Headset verbaut. Also wir können ihn auch nicht abmachen. Wir haben hier oben ein relativ dickes Polster. Hier haben wir dann so gräulich mit so Schrauben. Sieht ein bisschen gebürstet aus. Ich denke mal, das EKSA wird auch leuchten. Was ich weiß, dass es hier außen leuchtet. Aber sehen wir auf dem Karton vielleicht. Ja, auf dem Karton leuchtet es auch. Okay. Hatte ich gar nicht drauf geachtet. Und dann haben wir hier das Mikrofon. Das können wir hoch und runter machen. Biegen können wir es auch. Das ist die rechte Seite. Das ist die linke Seite mit Metall, auf der anderen Seite Plastik. Hat einen kleinen Widerstand, das ist gut, dass es nicht zu leicht zusammengeht, wenn man es auf dem Kopf hat. So, jetzt gucken wir uns das Bedienelement an. Da haben wir dann auch hier EKSA draufstehen. Wir haben hier den Mute-Button, hier haben wir laut und leise. Dann machen wir mal volle Pulle. Was schade ist, oh, das ist so ja, der USB ist hier so ja Metall. Was schade ist, dass da denn jetzt hier nicht noch auch nochmal EKSA draufsteht. Das wäre ein Gimmick, was mir gefallen würde. So, wir haben auch den Kabel hier, hier ist auch wieder EKSA. Und dann halt, damit man das verstauen kann und der Kabel nicht rumfliegt. Ja.
die sind gepolstert. Sieht im Großen und Ganzen ganz schicki aus. Ich würde sagen, für den Hardware-Test werden wir uns dann an den PC begeben und ich werde dann mit Webcam aufnehmen. Oder so, ich weiß noch nicht, wie wir es da am besten machen werden. Packen wir erstmal wieder ein. Dann gucken wir uns an, wie der Tragekomfort ist. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich habe ja das 900 und das 900 Pro ist das jetzt hier. Die haben wirklich super Tragekomfort. Die sind auch hier schön gepolstert, hier oben auch. Und das Mikrofon ist wirklich für die Preisklasse erste Sahne. Also kann man echt nicht meckern. So, packen wir das alles wieder schön ein. Und wie gesagt, hier auch, oh, jetzt habe ich es hier. Ja. Auch sehr schön, dass hier diese Tüte mit bei ist. Dann kann man das zumachen. Man könnte die Anleitung noch mit dazu packen. Und dann kann man das in den Schrank packen oder unter dem PC-Tisch oder auf dem PC rauflegen. Und das Headset staubt nicht ein. Finde ich, ist eine super Möglichkeit. Und wer es nicht braucht, kann die Tasche für Kabelei nehmen, die er sich dann unten am PC hinlegt oder anhängt oder sowas in der Art. Ich mache erstmal wieder zu. Ja. 24 Monate Garantie haben wir. Die Webseite www.eksa.net. Da seht ihr alle Headsets im Überblick. Die haben noch viel mehr schöne Headsets. Mir fällt die Kombination jetzt hier von dem schwarzen und dem blauen und was jetzt hier auf der Verpackung halt nicht so gut rüberkommt, was dann halt in echt, wenn man es dann offert, gut aussieht, ist dieses Graue, dieses Metall mit den Schrauben und so. Macht einen schönen Look, aber ich bin mal gespannt, wie es dann auch aussieht mit der Beleuchtung. Wie gesagt, das ist das EKSA E1000 USB Gaming Headset, Stereo Sound steht drauf und das hat für PlayStation 4, PC und Mac ist PS5. Werden wir aber auch testen. So, dann soll es das jetzt für das Unboxing erstmal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Odin's Test.